Blockchain? Sie ist mehr als das. Erfahren Sie in den nächsten 3 Minuten, was die Blockchain ist, wie sie unseren Alltag verändern könnte und vor welchen Herausforderungen wir stehen. Anna freut sich schon auf ihr Omelett. Aber wo kommen die Eier eigentlich her und welchen Weg haben sie genommen? Anna könnte das ganz einfach herausfinden, wäre die Lieferkette in der Blockchain erfasst worden. Nicht nur Anna könnte sehen, was zwischen Bauernhof und Supermarkt passiert ist. Auch Bauern, Lieferanten und Händler wüssten über alles Bescheid und könnten jeden Schritt nachvollziehen. Denn die Blockchain ist eine Datenbank für Transaktionen. Sie ist in vielfacher Ausfertigung im Internet gespeichert und kommt ohne zentralen Betreiber aus. Alle neuen Einträge der Lieferkette werden in einem Block gebündelt und dieser mit dem letzten Block verbunden. Dabei enthält jeder Block eine Art digitalen Fingerabdruck des vorherigen. Das Ergebnis? Eine kryptografische Kette vom neuesten bis zum ältesten Block. Einmal eingetragene Daten können nicht mehr gelöscht werden. Wird ein Block nachträglich manipuliert, ändert sich sein digitaler Fingerabdruck. Und durch die Verkettung werden alle nachfolgenden Blöcke ungültig. Und das fällt auf. Das beschleunigt Arbeitsschritte, vermeidet Fehler und Fälschungen und macht Vorgänge transparenter. Verschlüsselung schützt sowohl die Blockchain vor Manipulation als auch einzelne Einträge vor neugierigen Augen. Nur wer den richtigen Schlüssel hat, kann die Einträge lesen. Aber was, wenn der Schlüssel verloren geht? Auf einen zentralen Verantwortlichen verzichtet man bei dieser Technologie. Und hat der Bauer den Hühnern auch wirklich Biofutter gegeben? Nur weil er es so in die Blockchain eingetragen hat? Doch auch in anderen Bereichen könnte die Blockchain Beziehungen verändern. Soziale Netzwerke sind nun ohne zentrale Betreiber denkbar. Vertrauliche Gesundheitsdaten könnten von demjenigen eingesehen werden, der sie tatsächlich braucht. Und intelligente Geräte? Diese könnten über die Blockchain miteinander sprechen. Wir sehen, Blockchain ist nicht nur das. Sie könnte sich tiefgreifend auf alle Lebensbereiche auswirken. Aber sie steht noch vor technologischen, politischen und rechtlichen Hürden. Werden wir sie nehmen können? Es gibt keine Garantie dafür. Aber nur wer heute etwas wagt und sich als Unternehmer, Politiker, Bürgerin und Bürger mit der Blockchain beschäftigt, wird im Erfolgsfall auch zu den Gewinnern gehören.